19 Uhr, ihr seid wieder am Start und ihr freut euch, als wäre schon Weihnachten, denn ich tue es genauso. Spiel 2 steht an, Phil und Yassin. 5:0 im ersten Game. Das war ein bisschen zu easy, oder? Hör mir auf, Alter. Wie viele Fouls hast du gemacht im ersten Spiel? 2 oder 3, dann hättest du noch tough gefinished and won. Also, was soll ich machen? Soll ich ihn jetzt komplett umnieten, oder wie? Nein, aber in der Offense das Ding mal reinschmeißen. Wie ist der Gameplan in der Offensive? Ja, einfach mal machen, ne? Layups verlegen, also. Ist manchmal leicht gesagt, vorm Bildschirm ist leicht gesagt, wenn man hier ist, ist es anders anstrengend, oder? Ich glaube, wenn man zuschaut, denkt man sich, hey, warum dribbeln die dreimal und drücken ab? Aber glaub mir, mit der Vorbereitung von mir. Hey, du hast hart Gas gegeben, aber nicht auf dem Platz. Nee, scheiße. Aber egal, jetzt Game 2. Game 2. Kopf hoch, weiter. So nämlich. Und Game 2 bei dir, Gameplan fortsetzen, weil 5-0 hat geschmeckt? Ja, war krass, 5-0. Also das Ergebnis 5-0 hätte ich nicht erwartet. Okay. Er hat auch 2, die er machen muss. Ja. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil ich dann bei ihm vor dem Spiel war noch locker easy, aber jetzt ist der Competitor trotzdem da. Yes. Die ersten 2, 3 Possessions waren schon hart. Da war ich so, der ist in Baller by heart. Aber jetzt gucken wir mal, wie Game 2 wird. Ich kann nicht warten. Jungs, let's go. Game 2 für euch jetzt. Sorry.
Ich kenne nichts. Mann!
Was für ein Game, genau deswegen machen wir das. Es ging hin, es ging her, Auszeit, Luft war bei beiden Jungs keine mehr da. Ich hab's genossen. Wie war's bei euch? Ihr auch, oder? Mir ist Schleim hochgekommen, sorry. Ja, alles gut, real talk. Ja, nicht ganz so das erste Spiel. Wenn man nicht am Anfang so da ist, dann kommt man nicht zurück rein. Ja. So da warst du am Anfang zwar nicht, aber am Ende. Du warst auch am Ende, aber wir gucken uns den Bucket of the Game an. Das war der Bank Shot for the Game beim 5-5. Es ging in die Overtime. Was für ein Game. Und endlich sind auch zwar nicht alle gefallen, die am Korb waren, aber jetzt sind die Dinger doch reingegangen. Jeder hat gesehen, du kannst noch Basketball spielen. Es war eine Freude. Wie war es für dich? Ja, unheimlich viel Spaß gemacht. Aber Phil ist halt wirklich tough. Und am Ende, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Ja. Und jetzt ist aber das Brett noch da eigentlich? Sachbeschädigung im Basketballatelier. Aber heute ist der dritte Advent und ich schenke euch frühweihnachtlich Spiel 3 morgen 19 Uhr. Ich bin sowas von ready. Ihr solltet es auch sein. Kommentiert mal, wer morgen Spiel 3 gewinnt, weil ich weiß es selber nicht. Dahin, dahin. Er sagt er. Let's go. Morgen 19 Uhr. Spiel 3. Phil gegen Yassin. Let's go.